Ein Kaffee und ein Franzbrötchen. Das ist eine sehr schlechte Angewohnheit. Ich sollte es eigentlich nicht tun, ja. Und damit einen wunderschönen guten Start in den Tag. Heute steht tatsächlich sehr viel an. Heute ist nämlich der 15.09.2021. Und zwar wird mich der Weg nach Hamburg führen. Vorher werde ich jetzt gleich wieder nach Hause gehen und Vertriebsgespräche führen am Telefon für 11 Dreams Media. Und dann mache ich mich auch schon direkt auf den Weg nach Hamburg heute Vormittag und bin dann heute Mittag hoffentlich in Hamburg. Wieso, weshalb, warum ich nach Hamburg fahre für 2 Tage, erzähle ich im weiteren Verlauf des Vlogs. Fuck, ist das kalt. Schönen guten Tag, Frau Brüns. Hasanov ist mein Name. Von daher ist es nicht uninteressant. Also ich würde da gerne Ihre E-Mail entgegennehmen und würde es auch auf jeden Fall schon mal der Familie vorstellen. Und dann kann ich Ihnen vielleicht auch schon mal Feedback geben, ob das jetzt für dieses Jahr noch interessant wäre, ob wir da vielleicht eher im nächsten Jahr noch mal miteinander sprechen wollen. Digga, das war gut. Erster Anruf des Tages. Ich meine, das war jetzt keine Zusage, nicht abgeschlossen, aber Interesse. Und ich blende das vielleicht gleich ein, ne? Ich habe schon sehr viel rumtelefoniert. Weiß ich Bescheid. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne. Tschüss. Ich habe leider kein Interesse, weil ich gerade in Anspruch genommen habe. War aber nichts. Ja, und meistens sind es Absagen. Deswegen sehr wichtig, und auch wenn es ein kleiner Erfolg ist, es ist kein abgeschlossener Kunde, aber Interesse ist da und das passiert nicht so oft und das freut mich, das heißt mein Tag geht jetzt sehr gut weiter. Nach Hamburg. An dieser Stelle möchte ich euch erzählen, warum ich nach Hamburg fahre. Das Ziel ist es, Kontakte zu knüpfen, jemanden kennenzulernen, um so einfach neue Möglichkeiten in dein Leben zu bringen. Ich finde es immer sehr spannend, neue Leute kennenzulernen, vor allem noch Leute, die, sage ich mal, interessante oder ausgefallene berufliche Wege gehen. Deswegen werde ich mich mit jemandem treffen in Hamburg, der zufälligerweise auch Emil heißt. Ihr werdet ihn im morgigen Vlog sehen. Denn heute komme ich in Hamburg an, habe da noch einige andere Sachen zu tun und morgen treffen wir uns dann und seid gespannt. Sehr interessanter Typ. Creating this life or maybe creating this business that changes the world and impacts millions of lives and then you go to the coffee shop and start working. You're gonna start having ideas. You're gonna start thinking of people that are in your network. You're gonna start meeting people that are on the same path as you. Here's what I want you to visualize. What do I need to do today to get me one step closer to my 10-year goal? That's simple. Okay, ich bin leicht nass geworden. Licht ist aus. Es wird Zeit für die erste Folge von Fragen und Antworten. Let's go. Beginnen wir mit den Fragen und Antworten. Wann hat sich dein Mindset geändert und weshalb? Es hat damit angefangen, dass auch mein Umfeld sich verändert hat. Und das Ganze ist so, würde ich sagen, 2 bis 3 Jahre her. Im Studium ist mir klar geworden, wie wichtig es ist, wenn man sich verändern möchte, dass man auch verschiedene Leute kennenlernt und auch sein Umfeld ändert. Nächste Frage. Welche Rolle spielt Disziplin in deinem Leben?
Sehr gute Frage. Ich fühle mich verpflichtet, mir selbst gegenüber Disziplin zu zeigen, weil mich das nach vorne bringt. Ansonsten bleibe ich immer nur auf derselben Stelle stehen und ärgere mich über mich selber. Weil wenn man den Wunsch hat, sich zu verändern, dann ist das einzig und allein mit Disziplin zu erreichen. Ich habe kein Talent für Videos, für Videografie, für Design, für Kreativität. Ich habe mir eine gebrauchte Kamera bei eBay Kleinanzeigen gekauft und habe angefangen, einfach zu filmen. Ich bin rausgegangen, habe die komischen Orte gefilmt, komischste Menschen, einfach so für mich selber. Und habe das tagtäglich so durchgezogen, bis ich irgendwann festgestellt habe, Mann, mit Disziplin kann man also alles erreichen. Und das ist für mich der Beweis, dass Disziplin erforderlich ist, um seine Ziele zu erreichen. Nächste Frage. Was ist dein Ziel? Sehr gute Frage. Und ich versuche sie auf diesem Vlog unterzubrechen. Was das Ziel dieses Vlogs ist. Ich bin fasziniert von dem Gedanken, Document the Journey. Und das habe ich geklaut von Gary Vee. Document versus Create. How old are you? You have so much fucking time, okay? I just want to blow up. Like, what should I do? Bro, get 17 jobs in the next 10 years and then fucking go, okay? Und das mache ich in meinem Stil als Videograf. Ich möchte, dass dieser Vlog diese ganze Reise begleitet und dokumentiert in Form von kurzen Filmen, die richtig geil gemacht sind. Die einfach auch Spaß machen anzusehen. Das heißt, ob sich jemand hier Mehrwert draus zieht, freut mich ungemein. Ob jemand videotechnisch irgendwas richtig cool findet, umso besser. Das heißt, das sind die Ziele, das ist das Ziel, was ich mit diesem Vlog hier verfolge. Sodass auch vielleicht andere Menschen sich identifizieren können und sich ein Beispiel dran nehmen und selber vielleicht anfangen, ihre Reise zu dokumentieren. Und das war's mit dem Q&A.